eigentlich war alles einfach nur eine Idee. Ein Hirngespinst, etwas, wovon wir niemals im Leben gedacht hätten, dass es irgendwann einmal wahr wird, dass es Wirklichkeit wird. Begonnen hat das Ganze schon lange vor Stage 7. Die Leidenschaft war schon 10 Jahre davor da und das Ganze trug damals den Namen der Gruppe Selected, unsere erste Formation. Neben mir hatten auch Trainer wie Erika und Nils eigene Gruppen aus dem Boden gestampft und so sind wir dann auf Meisterschaften gefahren mit einer Horde von Gruppen. Nur leider, die von überall herkamen. Da, wo auch immer wir trainieren konnten, da haben wir uns auch als Institution angemeldet und somit sind wir mit 6, 7, 8, 9 Crews zu den Meisterschaften gefahren und haben alle für andere Tanzhäuser oder Institutionen getanzt. Irgendwann haben wir gemerkt, das ist nicht das Wahre. So kann es nicht weitergehen, so darf es auch nicht weitergehen. Dieser Spirit, den wir als Gemeinschaft haben, der braucht einen Namen und auch ein Zuhause. Und so ist dann 2015 die Idee entstanden, etwas Großes, etwas Eigenes zu haben, ein Dach für alle Tänzer, ein Zuhause für alle Tänzer zu schaffen. Nachdem die Vision klar war und wir die Gründungsmitglieder zusammen hatten, haben wir uns dann daran gemacht, uns zu informieren, zu recherchieren, was müssen wir alles machen, um den Verein zu gründen, was brauchen wir alles dafür, und haben das in Eigenregie gemacht. Dann hatten wir unsere Gründungssitzung gemacht und konnten es dann per Notar dann beim Vereinsregister eintragen und dann wurde es auf einmal offiziell und real und Stage 7 war gegründet. Nachdem der Name nach einer Nacht- und Nebelaktion endlich feststand, musste natürlich schnell ein Logo her und wir dachten uns als allererstes, da muss auf jeden Fall die Ziffer 7 rein. Wir haben viel ausprobiert, leider sah das nicht gut aus. Dann ist mir aufgefallen, dass die Wörter Stage und 7 ausgeschrieben dieselbe Anzahl an Buchstaben haben. Diese zwei Wörter habe ich untereinander gelegt und damit ist auch dann dieses Handzeichen A und V entstanden, was alle Tänzer auch heute mit Stage 7 assoziieren. Um das Logo einfach abzurunden, haben wir dann das ganze Logo einmal umkreist mit zwei Kreisen, was für Zusammengehörigkeit, Teamgeist und einfach für das Motto stehen soll, alle Tänzer unter einem Dach. Das Lohner Stadtfest im Jahr 2015 war so das erste Mal, dass wir uns als Verein nach der Gründung vorstellen durften. Ja, und dann hatten wir dort unseren eigenen Stand, wir hatten unsere Auftritte, wir hatten Gruppen, die Kinder geschminkt haben. Das war einfach verrückt, das Ganze so zu sehen auf einmal, dass es alles Hand und Fuß bekommen hat. Und auch besonders für Peter und für mich, nachdem wir dort dann auch auf der Bühne standen und uns als Vorstand vorgestellt haben, das war einfach unglaublich. Ein weiteres Projekt ist entstanden durch eine Anfrage der Stadt Lohne. Sie hat uns gefragt als Verein, ob wir nicht ein Image-Video für die Stadt Lohne drehen können. Und dem Projekt haben wir uns angenommen, haben da ein Video gedreht. Gedreht wurde das Ganze durch die Firma Sidestream. Und bestand aus zwei Parts oder zwei Drehorten, an denen das Ganze stattfand. Zum einen im Skaterpark in Lohne und der zweite Part, der Industriepart, dann war in der Druckerei Rieselmann. Und das Ganze wurde dann auf einem großen Event tatsächlich ausgestrahlt, was auch in der Druckerei Rieselmann stattgefunden hat, wo Wirtschaft und Kultur und auch Politiker vor Ort waren. Also auch Olaf Lies war vor Ort. Dort wurde dann das Video ausgestrahlt. 2015 fand dann unsere zweite große Show statt, die Selected 9 Years Show. Wir als Formation Selected haben nach einer Möglichkeit gesucht, uns kreativ auszuleben und einfach unsere Ideen umzusetzen und die auf die Bühne zu bringen, weil das immer so ist, dass bei Meisterschaften, da gibt es ein Regelwerk. Ja, und bei der Show konnten wir dadurch dann einfach uns ausleben und dadurch entstanden auch Shows wie die Africa Show oder die Zombie Show. Wir sind sehr dankbar dafür, dass das Publikum uns und unsere Ideen unterstützt hat und uns einen positiven Zuspruch gegeben hat. Und so konnten wir dann an drei ausverkauften Shows unser Talent beweisen. Unsere erste Meisterschaft 2016 war die UDO Norddeutsche Meisterschaft in Kloppenburg, wobei sich alle Formationen für die deutsche Meisterschaft qualifiziert haben. Daraufhin fand der 5. Lohner Dancehall-Preis statt, der wie jedes Jahr von uns im Rahmen der Lohner Kulturtage organisiert wurde. Und dabei brachten die Formationen insgesamt 6 Pokale mit nach Hause. Die nächste Meisterschaft war die Deutsche Meisterschaft, wobei sich die Formation Selected
für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat. Außerdem veranstaltete Selected in diesem Rahmen ein Casting für alle Mitglieder, die Selected bei der WM in Schottland tänzerisch unterstützen wollen. Insgesamt 5 Tänzerinnen wurden dafür aufgenommen und flogen zusammen mit Selected nach Schottland. Von insgesamt 28 Formationen ertanzten wir uns den 16. Platz. Im gleichen Jahr sind wir auch beim Stoppelmarktumzug mitgelaufen. Wir hatten alle unsere vereinsinternen T-Shirts an mit unserem Logo da drauf. Wir haben auf dem Weg die ganze Zeit Choreos getanzt, die Leute mitgerissen, Sticker verteilt, wo verschiedene Sachen drauf standen, natürlich mit Tanzen. Und ja, der Tag war einfach mega cool, alle hatten Spaß, wir haben die ganzen Leute mitgerissen und das hat richtig gute Laune gemacht. Ja, auch im Jahr 2016 haben wir wieder ein Summer Jam, ein Sommerfest durchgeführt. Entstanden ist das Ganze aus dem Videodreh 2015 und so haben wir gesagt, ist das eine schöne Sache, ein Sommerfest für den ganzen Verein, aber diesmal nicht nur für die Mitglieder, sondern auch für die Familienangehörigen und haben so einfach einen schönen sonnigen Sommertag im Skaterpark Lohne verbracht. Ein großer Punkt, der uns einfach seit Gründung des Vereins in 2050 stetig begleitet hat, war die Suche nach eigenen Räumlichkeiten. Unsere damals noch 6 Crews waren einfach überall verstreut und wir wollten uns alle unter ein gemeinsames Dach bringen und natürlich auch weitere Kurse anbieten und den Verein einfach damit auch vergrößern. Und so waren wir dann die ganze Zeit auf der Suche nach eigenen Räumlichkeiten, haben uns sehr, sehr viele Leerstände in Lohne angeschaut. Leider war irgendwie nichts Passendes dabei, weil beim Tanzsport doch viele spezifische Anforderungen erfüllt werden müssen. Wir dürfen zum Beispiel keine Säule im Raum haben, der Raum muss entsprechend groß sein, es muss eine große Fläche für Spiegel vorhanden sein, eine gewisse Höhe muss natürlich auch vorhanden sein. Und das hat leider kein Leerstand irgendwie erfüllt. Und irgendwann sind wir dann noch auf die Schlachterei Pohlschneider gekommen, die doch als Alternative in Frage kam. Da hätte aber ein großer Umbau stattfinden müssen, weswegen wir dann auch an die Stadt Lohne herangetreten sind und nach einer Förderung gefragt haben, die uns dann auch im Oktober 2016 zugesprochen wurde. Aber dann ist doch alles anders gekommen, als wir gedacht hätten. In 2017 haben wir dann nämlich den Mietvertrag bei Doris Stolle unterschrieben, bei DS das Studio, und hatten da einfach schon die idealen Voraussetzungen, um erstmal den Verein weiter aufzubauen. Der Raum bestand schon, sie hatte schon ein festes Studio, wo sie ihre Zumba-Kurse angeboten hat. Das heißt, es bestand schon ein Tanzraum, es bestand ein Spiegel, eine Umkleide, ein Empfangsbereich. Wir mussten nichts mehr ändern, wir mussten quasi kein Geld in einen Umbau stecken, wie es jetzt bei Pohlschneider der Fall gewesen wäre, und konnten so einfach erstmal starten und unsere Kurse aufbauen. Ein absolutes Highlight in diesem Jahr war definitiv unser Juniors Show Team Stage 7 All-Stars. Dafür haben wir vorher ein Casting gemacht im Januar. Da haben alle Tänzer unter 16 Jahren mitmachen dürfen. Es waren ungefähr 80 Tänzer dabei und wir haben die stärksten 30 Tänzer dafür gecastet. Mit dem Team sind wir dann tatsächlich nach Hannover gefahren zur großen Finals International Dance Competition, wo jedes Jahr aus allen möglichen Ländern aus Europa welche mitmachen, wie zum Beispiel Spanien, Italien, Holland, Russland war auch dabei. Und unser Juniors-Team hat tatsächlich in der Kategorie Juniors den 3. Platz ertanzt. Zum 30-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen der Stadt Lohne und Rixheim reisten wir mit einigen Vertretern der Stadt Lohne nach Frankreich, um die offiziellen Feierlichkeiten zu begleiten. Auf einem Sommerfest mit toller, freundschaftlicher Atmosphäre zeigten wir unser Können in 2 großen Auftritten vor den Lohnern und Rixheimern. Da unser Verein zum Großteil aus Jugendlichen besteht, war es für uns wichtig und ein weiterer Schritt in den Stadtjugendring Lohne einzutreten als weiteres Mitglied. Der Stadtjugendring Lohne fördert die Jugendarbeit, bezieht Jugendliche ein in Projekte, in politische Entscheidungen und somit für uns genau passend. Wir haben viele Jugendliche, wir wollen sie auch für weitere Projekte, für Interesse an öffentlichen Themen bestärken und sind somit in diesem Jahr dann in den Stadtjugendring eingetreten. Um die Präsenz des Vereins zu verstärken, kam uns die Idee, Kindergeburtstage anzubieten. Und da kam uns die Idee zu einer Kooperation, und zwar mit dem Subway Lohne und 1885 Burger, auch aus Lohne. Die Kinder tanzen bei uns 1,5 Stunden, lernen eine Choreografie, also nicht einfach nur laufen, spielen, sondern sie lernen richtig eine Choreografie von einem unserer Trainer oder Trainerin. Und anschließend gehen sie dann zu Subway oder 1885 und können sich dort einen Sub oder einen frischen Burger zusammenstellen und den dann nochmal mit den Eltern und den Kindern zusammen genießen. Großes Highlight im Jahr 2017 war die Show 11. Erstmal lief diese Show unter dem Namen Stage 7. Als Oberthema war Hollywood.
Ganze 150 Tänzer aus verschiedenen Crews vertanzten insgesamt 15 Filme, darunter zum Beispiel 50 Shades of Grey, Avatar, Black Swan oder 8 Mile. Aufgrund der hohen Nachfrage und Begeisterung der ganzen Zuschauer wurden aus geplanten 3 Shows schließlich 4 ausverkaufte Shows. So konnten fast 2200 Zuschauer unsere kreativen, außergewöhnlichen und spektakulären Bühnenbilder und Choreografien auf sich wirken lassen und unsere eigene Interpretation der einzelnen Filme mit uns mitfühlen. Die Showzeit war wieder eine mega große Erfahrung, tänzerisch als auch persönlich, und man ist einfach mega glücklich, wenn die Familie, Freunde, Bekannte im Publikum sitzen, einen anfeuern und einfach endlich mal sehen können, was man wirklich auf die Bühne bringen kann und was man gelernt hat. Im Jahr 2018 haben wir einen großen Schritt für den Verein gemacht und für die Vereinsentwicklung, denn wir haben zu Beginn des Jahres Erika Sperling als erste feste Mitarbeiterin des Vereins angestellt. Und ja, wir haben sie fest angestellt, um einfach den Anfragen gerecht zu werden, den immer mehr werdenden Anfragen. Und ja, das war einfach für uns der nächste Schritt, um ihr auch die Chance zu geben, sich voll auf den Verein zu konzentrieren. Es wurde bei ihr eh immer mehr an Arbeit für den Verein und weniger für den vorherigen Beruf. Und somit hat sie den Switch gemacht und ja, konzentriert sich jetzt voll auf den Verein. Als zweite Festangestellte konnten wir dann Anna Grobelny zum Ende des Jahres einstellen, was für uns natürlich und für den Verein nochmal ein großer Schritt war. Daraus konnten wir den Kursplan wesentlich erweitern und waren dann 2018 mit 11 Kursen für jedermann und 6 Formationen im Kursplan vertreten. Dazu war in 2018 auch ein sehr großes Projekt von uns. Um die Crew Selected wurde ein Casting veranstaltet im Januar, um bei World of Dance in Berlin teilzunehmen, und haben da dann den 23. Platz von insgesamt 39 Formationen abgeschlossen. Da waren wir ja auch einfach super stolz über die Teilnahme, weil das einfach auch eine Meisterschaft ist, wo man sich erstmal mit einem Video für qualifizieren muss. Haben da unter dem Namen Stage 7 All-Stars teilgenommen und ja, einfach einen sehr, sehr schönen Tag gemeinsam in Berlin verbracht. Ein großer Auftritt in diesem Jahr war definitiv die Modenschau bei der Firma Medico aus Quakenbrück, die für die Sportmodenmarke Fila produziert. Dieser Auftritt beinhaltete einen Catwalk und einen Tanzauftritt vor ungefähr 100 Gästen, vor den Geschäftspartnern aus Italien, Frankreich, Holland und vielen anderen Ländern. Außerdem hatten wir auch dieses Jahr einen Auftritt im russischsprachigen Fernsehen mit dem Sänger Alexander Appelhans aus Quakenbrück, der sonst immer Lieder covert. Der hat diesmal ein eigenes Lied rausgebracht und wir durften dann mit 4 Stage 7 Tänzern als Background-Tänzer mit ihm auf die Bühne. In diesem Jahr hatten wir natürlich auch viele Videoprojekte. Eins war für uns eine sehr große Herausforderung, denn es war ein One-Shot-Videodreh, heißt, es durfte dazwischen nicht geschnitten werden. Und das haben wir zusammen gemacht mit unserem Videografen, der uns schon seit Jahren begleitet, David Sperling von Intake. Gerade in diesem Jahr, 2018, habe ich mich selbst vor 2 Herausforderungen gestellt und zum einen ein Contemporary-Video zu dem Lied Lovely drehen lassen, als auch in eine andere Tanzrichtung, die des High-Heels-Tanzens mich erprobt und weiterentwickelt zu dem Song Needed Me. Unser Choreograf und Trainer Nils Leroy Aumann hat da ein ganz anderes Projekt, ganz anderes Video- und Tanzprojekt ins Leben gerufen, hat uns als Tänzer in dem Video wirklich künstlerisch als auch körperlich an unsere Grenzen gebracht. Aber es zählt letztendlich immer das Ergebnis. Zum ersten Mal veranstalteten wir im Sommer 2018 ein öffentliches Sommerfest. Dafür haben sich die Formation verschiedene Aktionen für Groß und Klein überlegt. Es gab zum Beispiel eine Schminkecke, verschiedene Wasserspiele, einen Dance Battle und eine Verlosung. Außerdem wurde uns an diesem Tag das Zertifikat für einen ehrenamtlichen Verein übergeben. 2018 sind wir dann Hauptmieter von unserer jetzigen Immobilie geworden. Und nach einer großen Renovierungs- und Putzaktion veranstalteten wir dann einen Tag der offenen Kurse. Weitere Neuigkeiten in diesem Jahr waren auch, dass wir die neuen Spiegel angebracht haben in unserem derzeitigen Tanzhaus. Das war halt ein sehr wichtiges Thema für uns, besonders ja, für uns vom Vorstand. Und deswegen haben wir auch draußen neue Außenwerbung angebracht im gleichen Zuge. Und zwar mit Join Our Dance Family, was halt uns sehr gut beschreibt. Wir haben dann auch eigentlich relativ schnell gemerkt, dadurch, dass die Mitgliederzahlen immer höher wurden und die Kurse auch immer voller wurden, dass einfach ein Tanzraum nicht ausreicht, um allen einen Platz zu gewähren. Es gab die Idee, selbst zu bauen.
was geprüft wurde, was auch mit der Stadt besprochen wurde, aber es waren sich einfach vom Umfang auch zu groß für den Verein. Und dann ist die Idee entstanden, dass die Stadt Lohne ein Gebäude baut, eine Sporthalle für Stage 7, aber auch für andere Vereine, die diese Halle mitnutzen können und Stage 7 als Mieter dort einzieht. Im Jahr 2019 haben wir dann auch zwei kurseigene Videoprojekte gestartet, einmal in der Girls Class, geleitet von Vala und Caro, mit der Choreografie Post That und dann in dem Kurs Mixed Styles, geleitet von Erika mit der Choreo Let It Bump. Diese Choreos haben die dann in mehreren Wochen beigebracht und den Kursteilnehmern dann auch gezeigt, wie man Ausstellungen, Effekte mit einbaut und ganz am Ende wurde das in Kooperation mit Intake gefilmt und schließlich auf den Seiten Facebook, Instagram für die Öffentlichkeit hochgeladen. Außerdem war es das Jahr der Modenschau. Wir waren bei der Fila Modenschau wie im letzten Jahr dabei, wir haben bei der Modenschau in Leffers mitgewirkt und wir waren bei der Modenschau im Clubhaus Lohne unter dem Motto Mode findet innen statt, wo 5 Modehäuser mitgewirkt haben. Gerade als junger Verein ist es uns auch sehr wichtig, stets auf dem Laufenden zu sein und uns auch weiterzubilden, natürlich auch für unsere Mitglieder. Deswegen haben wir im Jahr 2019 an der Fortbildung vom LSB teilgenommen zum Thema Datenschutz im Verein. Wir halten aber auch immer parallel dazu unsere Augen offen, wie wir unsere Tänzer weiterbilden können und haben deswegen auch im selben Jahr noch 2 Tanzworkshops organisiert. Zum einen bei Regina Schneider und zum anderen bei der internationalen Choreografin und Jurorin Willi Stark. Alle 2 Jahre steht halt auch unsere große Show an, die der ganze Verein immer in der Aula des Gymnasium Lohnes aufführt. Und dieses Jahr stand das Ganze unter dem Thema Voices, wir geben dem Unerhörten eine Stimme. Ja, die Tänzer haben sich da einfach mit vielen verschiedenen Themen von Mobbing über die Natur- und Umwelteinflüsse bis hin zur Stimme der Frau beschäftigt und dazu Choreografien erarbeitet. Und das war wieder ein sehr, sehr großer Erfolg. Wir hatten 4 komplett ausverkaufte Shows, eine Zusatzshow, die sehr, sehr kurzfristig auf die Beine gestellt wurde. Und wir hatten einfach sehr, sehr viel Spaß zusammen auf der Bühne, hatten insgesamt 180 Tänzer, 10 Personen im Bühnenbau, Licht- und Tontechnik, 2 Foto- und Videografen, auch 2 Sänger diesmal auf der Bühne, Caro Altergott und Marc Altergott und 2 wunderbare Moderatorinnen, dieses Jahr andere als die Jahre davor und die haben das auch super über die Bühne gebracht und haben einfach eine geile Show abgeliefert. Nach der Show wurde der Kursplan nochmals erweitert. Die vorherigen 4 Kids-Kurse wurden aufgeteilt, da sie total überfüllt waren. Insgesamt wurde dann auf 8 Kids-Kurse aufgestockt. Außerdem hat unser Solist Marston einen neuen Kurs ins Leben gerufen, und zwar den Freestyle-Kurs, den er Be Yourself nennt. Dabei ist jeder herzlich willkommen, egal wie alt man ist und egal ob man Erfahrungen mitbringt oder nicht. Anfang 2020 war es dann endlich soweit, der Spatenstich des neuen Tanzhauses. Wir haben mit der Stadt Lohne, mit den Bauunternehmern und Vertretern des Vereins den ersten Spatenstich gemacht und ja, der Traum oder die Vision wird zur Realität. Jetzt so langsam wird es dann doch greifbar und fühlbar. Und ja, das neue Tanzhaus ist im Bau. Es entsteht ein großes, schönes Haus mit 3 Räumen, 3 Tanzräumen, mit einem Besucherbereich, mit einem Bürobereich, mit einem Geräteraum, Umkleidekabinen, also wirklich alles, was wir benötigen und was wir heute nur bedingt haben. Und es geht los. Am 10. März 2020 haben wir den Integrationspakt der Stadt Lohne unterzeichnet. Für uns steht Integration einfach von Beginn an schon in der Satzung drin. Wir sind einfach offen für alle Kulturen, für alle Religionen und wir sprechen alle eine gemeinsame Sprache, der Tanz. 2020 liegt natürlich der Fokus wieder auf den Meisterschaften, nachdem wir 2019 ein Showjahr mit Voices beendet hatten. Jetzt kam auch noch die Gelegenheit hinzu, dass nach mehrmaligem und langjährigem Bewerben zum ersten Mal die Erwachsenen, die Adults, als Selected Crew auch auf der Finals-Bühne einen Platz bekommen haben, nachdem unsere Juniors schon ganz erfolgreich den 3. Platz da abgestaubt hatten. Gerade in der Hochphase unserer Formation und der Vorbereitung auf die Meisterschaften kam dann eine Woche vor der ersten Meisterschaft der absolute Stillstand. Corona hat uns auch dazu gezwungen, unsere Pforten zu schließen und das gesamte Training einzustellen, obwohl wir gerade besser vorbereiteter waren, sowohl im Meisterschaftsteam als auch im Finals-Team denn je. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Tanzhaus leider geschlossen.
Um den Tänzern und Tänzerinnen weiterhin die Möglichkeit zu geben, zu Hause tänzerisch aktiv zu werden, mussten wir uns also etwas einfallen lassen. Die Tänzer sollten aktiv bleiben und sich auch zu Hause weiterhin tänzerisch weiterentwickeln und beschäftigen können. Hierfür wurden professionelle Lernvideos für verschiedene Alters- und Schwierigkeitslevel gedreht und den Mitgliedern zur Verfügung gestellt. So boten wir auch in der schwierigen Zeit eine Abwechslung zum Alltag und konnten so die Wartezeit bis zur heiß ersehnten Wiedereröffnung des Tanzhauses gut verkürzen. Im Mai ist der Besitzer von der Denkers Lounge Ismail auf uns drauf zugekommen und hat uns gefragt, ob wir Interesse hätten, eine ganze Wand seines Lokals mit Fotos von uns zu schmücken. Unsere Trainerin Erika und Anna haben die Sache direkt in die Hand genommen und haben verschiedenste Fotos von den Shows, Videodrehs, Stadtfesten und so weiter ausgesucht, eingerahmt und sind gemeinsam dann zur Denkers Lounge gegangen und haben schon die Wand gestaltet, beide. In der Zwischenzeit ist der Besitzer Ismail von der Denkers Lounge direkt zu Ali Yilmaz gegangen und hat sogar in Eigenregie unser Logo schon ausdrucken lassen und auch an der Wand befestigen lassen. Zum Schluss wollen wir nochmal rückblickend auf die Entwicklung des Vereins insgesamt schauen. Wir sind in 2015 mit 80 Formationstänzern damals gestartet, sind dann 2017 durch die offenen Kurse auf 262 Mitglieder gekommen und zum Stichtag 01.01.2020 waren wir bei 450 Mitgliedern. Davon waren es insgesamt 130 Formationstänzer und die anderen sind alle einfach ja, da, weil es ihnen Spaß macht in den offenen Kursen. Aktuell haben wir zudem noch 12 Fördermitglieder. Mit Anna und Erika haben wir 2 festangestellte Trainer bei uns im Verein und zudem 6 Übungsleiter. Insgesamt derzeit 1427 Instagram-Follower und 1259 Facebook-Follower. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn die Zahlen noch in die Höhe gehen und ihr uns einfach da folgt und immer auf dem Laufenden seid. Der Weg der Gründung fühlte sich an wie ein Traum. Die tägliche Arbeit im Tanzhaus fühlt sich auch an wie ein Traum. Wir setzen uns Ziele und übertrumpfen diese und überraschen uns immer wieder aufs Neue. Und genau deshalb wissen wir gar nicht, wie die Zukunft aussehen wird. Was wir definitiv wissen, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und genau das macht das Ganze so spannend und uns als Stage 7 so stark. Wir sollten uns darauf einfach beruhen, dass das, was wir jetzt haben, nur noch wachsen und größer werden kann. Wir haben das große Glück, mit so vielen Gewerbetreibenden aus Lohne zusammenzuarbeiten, die uns seit Tag 1 unterstützen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir in einem so familiären Kreis von verschiedenen erfolgreichen Menschen als Verein groß werden durften. Ganz vorne mit dabei ist natürlich die Stadt Lohne an sich. Wir sind sehr dankbar, immer wieder die Möglichkeit zu bekommen, auf der Stadtfestbühne stehen zu dürfen und unsere Kunst zu präsentieren. Und wir sind sehr froh über die Aula am Gymnasium Lohne, die uns alle 2 Jahre ermöglicht, eine riesige Tanzshow auf einem sehr hohen Niveau auf die Beine zu stellen. Und das i-Tüpfelchen ist natürlich der Bau des Tanzhauses. Wenn dieses Haus steht, sind Stage 7 keine Grenzen gesetzt. Keine Grenzen für Wachstum, keine Grenzen für Diversität, keine Grenzen für Kreativität. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Supportern, Kooperationspartnern, der Stadt Lohne und vor allem bei unseren Mitgliedern für die unvergesslichen 5 Jahre. Ohne euch wären wir heute nicht hier und nur mit euch gestalten wir die Zukunft von Stage 7.